Okay. Wie gefällt Ihnen dieses Tuch voller Schminke? Entzückend. Möchten Sie auch ein paar von meinen benutzten Taschentüchern sehen? Zum Teufel, nein. Dann packen Sie bitte auch Ihres weg, ja? Okay. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Kann man nicht mit denen irgendwas machen? Elektroschock. Elektroschock! Popnase schenken. Das Bild zeigen. Okay. Was haben wir hier noch? Darauf steht auf Deutsch, Englisch und Französisch: Im Jahre des Herrn 1312 löste Papst Clement V. den Ritterorden der Templer auf und exkommunizierte seine Mitglieder wegen Gotteslästerung und Häresie. In den folgenden 2 Jahren wurden viele der Ritter an dieser Stelle gehängt. Ihr Großmeister Jacques de Molay wurde auf einer Insel in der Seine den Flammen des Scheiterhaufens übergeben. Okay. In der Mitte des Platzes ist ein Kanaldeckel. Ich frage mich, ob es unter der Straßenebene noch etwas Wichtiges zu entdecken gibt. Ich mich auch, aber ich komme ja nicht hin. Der ist auch kaputt. Okay. Dann wäre jetzt doch der Moment, um mal wieder zu Nicole zurückzugehen. Weil da erfahren wir dann auch, was wir machen sollen, wenn wir jetzt gerade nicht weiterkommen. Café Rücherie, genau. Rücherie. So. Abmarsch, rein da. Ohne anklopfen, direkt rein, weil es meine Olle. Und wenn die poppen, dann erschieße ich den einfach. Ich hab einen Kanal, der geschlossen. Okay, da ist er nicht. Nico, hey. Nico, hey. Oh, hallo. Ich hab dich nicht so früh zurückerwartet. Wieso so früh? Ich hab alles erledigt, was du gesagt hast. Milch gekauft. Müsli. Müsli, ich hab grad verhungert. Okay, es gibt was Neues. Hast du noch etwas über die Templer herausgefunden? Ja, habe ich. Der Bursche, der für ihren Niedergang verantwortlich war, hieß Philipp IV., König von Frankreich. Das weiß ich auch. Auch als Philipp der Schöne bekannt. Das wusste ich nicht. Nun, er ging in die Geschichte als Philipp der Gerechte ein, aber ich bezweifle, dass die Templer ihn so nannten. André kann dir sicherlich alles darüber erzählen. Na toll. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Ist ja nichts Neues. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Ja, toll. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Ja, und hier ist die Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt 3 scheußliche Gesichter. Okay. Nico, sag mir, wo ich hin muss. Können wir hier sonst irgendwas zeigen? Nee, eigentlich nicht. Ich sehe dich dann. Okay. Manno, normal sagt die immer, wo ich hin muss. Vielleicht müssen wir doch nochmal zu Rosso. Mit dem ein bisschen weiter labern. Oder zum Hotel, Museum. Museum oder Rosso? Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erst zu Rosso. Dann wieder ins Museum. Gehen jetzt erst im Rosso noch ein bisschen auf den Sack. So, hallo, ich bin wieder da. Peace. Entschuldigen Sie, was wollen Sie diesmal? Erstmal rede ich jetzt mit dir. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Marquet gehört? Ja, früher war er bekannt als der Maulwurf von Montmartre. Montmartre? Ich habe gehört, man hat ihn ins Hospital geschafft. Wahrscheinlich war das einer seiner Rivalen. Okay. In welches Hospital hat man Marquet eingeliefert? In die Aggenmayer-Klinik in der Avenue des Arisons. Okay. Warum hatte Marquet den Spitznamen Maulwurf vom Montmartre? Wahrscheinlich, weil er in Montmartre wohnte, vermute ich. Ja klar, aber warum Maulwurf? Keine Ahnung. Weil er seine Nachbarn den Rasen ruiniert hat? Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ah, ich verstehe. Und wo fand dieser angebliche Überfall angeblich statt? Vor dem Hotel Ubu. Sie haben mir aufgelauert, als ich das Hotel verließ und meine gesamten Taschen durchstöbert. Können Sie die Täter beschreiben, Monsieur? Der eine sah aus wie ein Gorilla, der andere wie ein Wiesel. Sie heißen Flapp und Guido. Bon.
Diesmal schnappe ich sie mir. Was werden Sie mit Flapp und Guido machen, Sergeant? Ich werde sie am Kragen kriegen, Monsieur. Seit Jahren hoffe ich, dass ich dem sauberen Pärchen mal etwas nachweisen kann. Jetzt habe ich endlich meine Chance. Ich werde es Ihnen schon zeigen. Und dem Inspekteur auch. Inspekteur. Danke, Sergeant. Danke, dass Sie mich ernst nehmen. Ich tue nur meine Pflicht, Monsieur. So, und den auch gleich. Kennen Sie jemanden namens Khan? So einen merkwürdig aussehenden Kerl mit einer Narbe auf der linken Wange. Nein, Monsieur. Besteht irgendeine Verbindung zwischen diesem Mann und dem Bombenanschlag auf das Café? Ja. Ja, ich glaube, er hat den Namen Khan benutzt, als er das Clownskostüm ausgeliehen hat. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Ja, ich will ihn noch mal ein bisschen ärgern. Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Danke. Herr Rousseau? Nee, Herr Inspekteur. Es ist dieser Stoppard, Monsieur. Stoppard. Er besteht darauf, noch einmal mit Ihnen zu reden. Vielen Dank, Mui. Mui. Er kommt sogar. Können wir noch ein bisschen auf den Sack gehen. Diesmal machen wir nicht das Templar, bevor er wieder geht. Jetzt machen wir erstmal das Hand mit dem Planetensystem. Was soll man das heißen, Marc? Was gibt es, Monsieur? Ich habe eine Hand mit Planetensystem. Ach toll, ich kann gar nicht mehr nach Templar fragen. Hand mit der Planetensystem. Was war das für eine Psycho-Ermittlerschau, die Sie da im Café abgezogen haben? Ich vertrete die Theorie, dass die Leidenschaften und starken Gefühle, die bei Gewaltverbrechen auftreten, Wellen im Äther verursachen, die nur der Besitzer eines hochentwickelten und offenen Verstandes wahrnehmen kann. Ich bin beeindruckt. Ich nicht. Können Sie auch Löffel verbiegen? Ich hätte nie gedacht, dass jemand von Ihrer offensichtlichen Intelligenz so tief sinkt, sich über ein ernstes Thema lustig zu machen. Ich mache mich nicht lustig. Ich hatte ein ganz persönliches Erlebnis mit der Kraft der Gedanken. Man hat mich früher auf allen Partys ignoriert, bis ich ein Buch gelesen habe, das mein ganzes Leben verändert hat. Wirklich? Welches? Erfolg durch Hypnose in Freundeskreis und Geschäftsleben. Er schaute mich an, als hätte ich auf einer Begräbnisfeier gepupst. Der Mesmerismus, auch Hypnose genannt, ist eine seltene Gabe, kein Partygag. Ja. Sie werden doch nicht versuchen, mich mit diesem Psychogramm zu verhören. Finden Sie die Vorstellung, dass ich mich durch Ihre Gedankentaste denn so abstoßend? Ja. Sagen wir mal, es wäre mir lieber, wenn Sie es unterließen. Ich habe mehr Zweifel als der ungläubige Thomas, wenn es um das Übersinnliche geht. Sehr bedauerlich. Ich glaube nämlich, Sie wären ein höchst interessantes Versuchsobjekt für eine kontrollierte Rückführung. Für den Tag, an dem ich irgendjemanden mit meinem Verstand rumfuschen lasse, ist noch kein Kalender gedruckt. Der Satz ist gut. Nee. Bis dann, Inspektor. Okay, viel mehr haben wir von dem jetzt auch nicht erfahren. Aber wir haben jetzt erfahren, dass der komische Mo schieß mich tot im Krankenhaus liegt. Und wir haben erfahren, in welchem Krankenhaus. Dann fahren wir da wahrscheinlich mal hin. Nehme ich schon mal so an, oder? Bitte, 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 lass das meine neue Spur sein. Hospital! Hospital. Hospital. Das alte Gebäude strahlt noch immer etwas von seinem alten Charme aus. Die modernen Anbauten wirken wie eine Baseballmütze auf einer mittelalterlichen Heiligenfigur. Okay. Rein da! Ballern! So, erstmal an die Information. Verzeihung. Oui, Monsieur? Was denn der jetzt? Ist das die Hagenmeier-Klinik? Stimmt, haargenau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Ja, sieht so oh, die aus. Pflanzen, die waren meine Idee. Ein bisschen grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich möchte zu dem da. Ich möchte Jacques Marquet besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Ja. Ja, ich bin sein seit langem verschollener Bruder. Ein Bruder, der nur halb so alt ist, einen anderen Namen und einen amerikanischen Akzent hat? Genau. Ja, darüber wundern sich die Leute immer. Daran ist aber, denke ich, unsere Mutter schuld. Wir wurden in frühester Kindheit voneinander getrennt. Es war tragisch. Eine Verwechslung im Kindergarten des Einkaufszentrums von Oakland. So etwas Lächerliches habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das war's wohl nicht. Okay. Clown. Ist Marquet von einem Mann in einem Clownkostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Sie haben keinen verkleideten Mann gesehen?
Naja, doch. Da ist Theodor, der Bär. Der kommt jeden Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte. Schläuchen aus allen Öffnungen hört sich auch echt eklig an. Hatte Marquet Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, der wie ein Wiesel aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. Genau. So, ich möchte. Also kann ich Marquet sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht. Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit. Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Marquet. Und solange Sie nicht beweisen können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Ich bin Elektriker. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Sie sind also Mourlin. Genau. Marquis hat schon nach Ihnen gefragt. Nach mir? Ja, er hat Ihren Namen gerufen, als Sie ihn eingeliefert haben. Ah, es war sogar die richtige Entscheidung. Na, dann schauen wir doch mal. Er war auf Station B12, wenn ich mich recht erinnere. Oh, er wurde verlegt nach... Ach du meine Güte, er ist auf Station J2. Das ist... die Station von Schwester Grendel. Okay. Was ist so schlimm an Schwester Grendel? Sie leitet die Station wie ein südamerikanisches Gefängnis. In einer Station für Disziplin zu sorgen, ist doch kein Verbrechen, oder? Disziplin? Wenn es um Gehorsam und Strafe geht, steckt sie den Marquis de Sade locker in die Tasche. Alles, und damit meine ich wirklich absolut alles, läuft nach einer strikten Routine ab. 6 Uhr wecken, 6 Uhr 10 auf die Toilette und wehe dem, der keine Ergebnisse vorzeigen kann. Ihre Patienten sind wie Pavlovsche Hunde. Sie hört sich wie ein echter Albtraum an. Und das ist noch untertrieben. Wenn Schwester Grendel so bösartig ist, warum wird sie dann von den Verantwortlichen geduldet? Sie gehört quasi zum Inventar. So lange ist sie schon hier? Nein, ich will damit sagen, dass es nicht einen Mann in dieser Klinik gibt, der sie nicht schon als Matratze benutzt hat. Langsam ging mir ein Licht auf. Diese Dame war eifersüchtig und das nicht zu knapp. Da hat jeder schon mal sein Stethoskop reingesteckt. Wie finde ich die Station von Schwester Grendel? Den linken Korridor runter, an der Toilette für Verwaltungsbeamte im höheren Dienst, rechts. Und nochmals rechts ab beim Kaffeezimmer des Verwaltungsrates. Muss ich mir das merken? Hinter der Krankenhausleitungssauna links halten. Und am Ende nochmal links, das ist J2. Und viel Glück. Okay, tschaußen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. Soll ich mit den anderen beiden jetzt auch noch reden? Oder ist es Zeit? Nee, ich gehe jetzt linken Korridor runter. Dann links. Oder rechts. Ich bin verwirrt. Als ich mich umdrehe, sehe ich die Quelle des grausigen Geräuschs, das durch die Korridore hallt. Es ist eine Industriebohnermaschine, hinter der ein merkwürdig aussehender Typ herzockelt. Ja. Und das ist der Stecker. Muss ich da hin, oder was? Ich kann erstmal mit dem Typ reden. An der Tür ist nichts, was wie ein Schild oder eine sonst wie geartete Bezeichnung aussehe. Okay, kann ich die Tür aufmachen? Hey, Sie da! Da können Sie nicht rein! Warum nicht? Wieso nicht? Ich bin für den Inhalt des Schranks verantwortlich. Okay, dann reden wir mal mit dem. Hallo. Hi. Was ist? Ich sagte Hallo. Oh, hi. Kann ich mal eine Sekunde mit Ihnen reden? Ich dachte, das hätten Sie gerade gesagt. Nun schauen Sie doch nicht so betröppelt. Egal, wie schlimm die Dinge aussehen mögen, ich lass mich vom Leben nie umhauen. Oh yeah. Und was ist der Trick dabei? Och, das ist ganz einfach. Sie müssen nur ganz einfach lächeln und dieses kleine Liedchen pfeifen. Wenn Sie anfangen zu pfeifen, stopfe ich Ihnen Ihre Zähne in die Nase. Abgemacht.
Dieser Mann hat eine sehr beruhigende Stimme. Also wenn Sie jetzt momentan schlafen möchten, dann können Sie das tun, weil sonst schlafen Sie so oder so ein. Okay. Kennen Sie eine Schwester, die Grendel heißt? Aber klar doch. Aber klar doch. Hat sie heute Dienst? Ja, Ende von Korridor Station J2. Wo ist der? Haben Sie irgendwelche merkwürdigen Figuren in den Fluren herumlungern sehen? Nein, Sir, hab ich nicht. Aber ich brauche auch vor nichts Angst zu haben. Was war das, Mr. Shiny? Du besorgst es den Kerlen schon? Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn man einen Freund wie ihn hat, braucht man sich vor seinen Unterdrückern nicht zu fürchten. Das muss sehr beruhigend sein. Das ist er. Oh ja. Der ist doch aus der Klapse ausgebrochen. Ist Mr. Shiny zufälligerweise Ihre Bonamaschine? Bitte, nennen Sie ihn nicht so. Er ist eher ein Freund als eine Maschine. Ich habe Mr. Shiny jetzt schon 3 Jahre und er hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Können wir ändern. Bis später. Oh. Yeah, passen Sie auf sich auf. Yeah! Ich wollte noch gar nicht aufhören. Ich wollte noch weiterreden. Hallo. Oh, hi. Pfeifen verboten, richtig? Korrekt. Richtig. So, Mr. Shiny. Wie kommt es, dass Sie so ein enges Verhältnis zu einer Bonamaschine haben? Enges Verhältnis. Ich habe Sie doch gebeten, ihn nicht so zu nennen. Er hat einen Namen, wissen Sie? Mr. Shiny. Oh yeah, Mr. Shiny. Es ist einfach so, dass... Sie finden das merkwürdig, nicht wahr? Nein, ich... Mir macht das nichts aus. Die Kollegen hier meinen eh, ich sei verrückt. Oh. Haben Sie gehört, wie Sie hinter meinem Rücken Witzchen reißen, wenn ich Mr. Shiny seinen wöchentlichen Ausgang gebe? Was immer zwischen Ihnen und diesem Metallmob besteht, ist sicher etwas Gutes und Edles. Echt? Hey, das passiert mir auch nicht jeden Tag, dass ich jemanden treffe, der genauso plemplem ist wie ich. So, ich möchte zu Choc Marquet. Wissen Sie, wo ich einen Patienten finde, der Marquet heißt? Nein, ich darf mit Mr. Shiny nicht auf die Station. Warum nur? Okay. Bis später. Yeah, passen Sie auf sich auf. Yeah! So, und einfach nur, weil ich es kann, ziehe ich jetzt den Stecker. Und dann gehe ich wahrscheinlich in dieses Zimmer, wenn es nicht abgeschlossen ist. Als ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, hustet die Maschine, spuckt und steht still. So, was macht er jetzt? Mr. Shiny? Was ist los, Kumpel? Ja, er geht gucken und ich gehe an den Schrank, nicht wahr? Guck doch dem nicht zu, wie er das macht. Ich will an den Schrank. Nee, oder? Jetzt musst du dem echt zugucken. Also in der Zeit wäre ich 3-mal am Schrank gewesen. Schrank! Schnell! Hey, jetzt bin ich Arzt. Dr. Stobbart, zu Ihren Diensten. Als ob der nicht mitbekommen hat, dass ich das gemacht habe. Ich gehe jetzt einfach mal weg. Ich bin jetzt Doktor! Ein paar Minuten später. Okay. Irgendwie scheint er sich verlaufen zu haben, glaube ich. Ein paar Minuten später. Okay, da geht's auch nicht lang. Geht's da lang? Ah ne, das ist ja das. Geht's da lang? Ja, aber da komme ich ja da drüben raus. Ich frage einfach den mal. Hallo. Oh, hi. Pfeifen verboten, richtig? Richtig. Richtig. Oh, Mann, oh. Nichts. Aber wenn ich jetzt vorgehe wieder, die erkennt mich doch sofort. Ist das jetzt die hintere Ding oder ist das vordere? Wo komme ich denn da hin? Ja, die Schilder kann ich auch nicht lesen, ne? Jetzt komme ich hier wieder raus. Sag ich doch. Nach da hinten? Ich kam doch von da hinten irgendwo. Ach guck mal, jetzt geht er da hinten lang. Okay.
Okay, jetzt bin ich wieder hier.